So, dann wollen wir mal gucken, wo jetzt dein Kumpel ist. Das war da unten rechts. Okay. Da müssen wir hin. Versuche ich mal mit Kreis zu sprinten, bin noch voll bei der Hals. Okay, auf geht's. Bin auf jeden Fall, also das Spiel gefällt mir unheimlich gut. Das kann ich jetzt schon sagen. Bin mega gespannt, wie es hier weiter ist, für Wendungen geben wird. Bin gespannt auf unseren ersten Bankraub. Darum geht, glaube ich, hauptsächlich, dass man hier Banken ausraubt oder so. Ich weiß nicht genau. Kann auch sein, dass ich das falsch mitbekommen habe. Ich finde es auch sehr cool, dass es jetzt echte, richtige Automarken gibt hier. Wir fahren jetzt hier gerade einen Audi. Das gab es hier bisher nicht. So, sind wir schon da. Naja, aber hier sind wir, glaube ich, ein bisschen verkehrt. Wir werden mal hier hochfahren. Die Gegend sieht natürlich nicht so schick aus. Garagen, Baracken. Ich weiß nicht, ob ich hier unbedingt mein Auto abstellen wollte. Na gut, mal gucken. I was wondering when you'd show up. I was dead. Praise be. Guess you weren't very dead. You need my help. How do you know? Because you came here. Why else would you? I haven't been a good friend for you, Lester. I know that. And you're gonna make it up to me by doing whatever I ask. Or rather, I mean, I need something done, you need to know something, so why not help each other? I gotta make some dough. So you're back in the game? I guess. Look, Lester, about what happened before. Well, I know you never mentioned my name. I know I'm not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you gotta figure that I never told anyone. That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink and a wife who don't love you no more. Well, since you put it like that... Hey, shut up a minute. I'm getting an iFind alert. That little college boy sack of shit, phony fuck. Who? Jay Norris? Yes. That fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs?
by selling us little bits of plastic restricted access shit. Well, now it's payback time, you lying turd. The hell are you talking about? You are about to get that white-collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here, take this fashionably retro weird for a 45-year-old man, but I cannot let go of the 1980s bag, and dress yourself up like a billionaire math genius with low-level Asperger's. You better be ready for the minor glitch of your... Okay, das ist nicht der dritte... Okay, Lester. Get out of here! Der Hauptcharakter, den man hier spielt. We are about to put the Darwinism back in social Darwinism. Aber wir sollen jetzt für den anscheinend was erledigen. You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. I'll find something. Just like the old days. Ja, ja. Meine Fahrkünste sind natürlich nicht der Wahnsinn. Aber ich denke, das wird sich hier schon noch bessern. Ich hoffe es. Allerdings kann man hier den Fahrstil irgendwie was, kann man hier glaube ich auch verbessern. Vielleicht liegt es gar nicht so sehr an mir, dass ich hier überall gegen krach. Ah ja, wahrscheinlich Wunschdenken. Ja, da haben wir es doch wieder. Wieso fahre ich hier eigentlich so komisch hin? Da wäre der Laden. Excuse me. I got this interview. Okay. With this tech company. I'm thinking I need something, I don't know. Geeky. Youthful. Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Got too old, got outsourced. Same thing happened to my dad. Now you gotta fit in with a different generation. Hmm? What about a vest and some cargo shorts? Oh mein Gott. Ah ja, gut. Aber das. So, sehr schön. Jetzt sind wir wohl anscheinend richtig für ein Forschungsgespräch gekleidet. Wer auch immer sich so vorstellt. Jetzt habe ich aufs Telefon geachtet und gleich wieder der nächste Unfall hier.
Good luck at the interview. Bye now. Okay, wir sollen jetzt irgendeinen Prototypen klauen. Klauen. Bin auch mal gespannt, was hier der Online-Modus bringt und wie der funktioniert. Darüber habe ich jetzt nichts gelesen. Ich habe mich auch sehr wenig über dieses Spiel informiert vorhin. Einfach weil ich das alles hier im Spiel erleben wollte und auch alles gleichzeitig aufnehmen. Hey. Oh, great. PM's pushing for more functionality. But we are maxed. I mean, if anything, we have to strip features, especially if we plan on releasing a fully priced update a year later. Oh, my. You know, it's... Yeah, well, you know, you gotta do what you gotta do, you know? I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3. Milestones are one thing, but when design is changing its mind seemingly overnight, there's not much you can do about it. You know what I'm saying? My union allocated smoke breaks about up, so... Wait a minute. Do I know you? Yeah, I think so. IT temp, right? Yeah. You know, you gotta do something for me. You gotta put it in a ticket. No. I'd like to keep this one out of the database, if you know what I mean. I'm turning consultant when we release. Mm-hmm. Consulting consultants. Hi. Oh, hi. Chill out on the beanbag. Marcus will be right out. Oh, I'm gonna take a normal chair. I have a terrible back. Here you go. If you guys let me use the OS I requested, this wouldn't be a problem. This is a filthy hard drive, bro. Got any antivirus software? I think so. Behind this junk on the left. Clicked an NSFW link, bro. Bit me on the ass. Yeah, not safe for work, huh? You know, my son's computer runs into the same kind of problems. I'll close the pop-ups, see what I can do. Your son codes? Start them early, bro. You write your best stuff in your tweens. After that, it's just a hack job. Rocking out might get you in the right headspace. Almost cracked it. Ugh, I need to write some product, Brohim. I'm feeling the itch. Give me a second, will ya? You want a massage? 'Cause my hands are free. They gotta send me on another one of those seminars. Was ist das für ein Hintergrundbild? You want to take a break for some air guitar? Give me the wink, bro. We'll get there eventually. My glitch fixing is gonna be way down today. And we scan. There it goes.
place is fueled by Java, bro. See, I don't have the manual on me. And that should do it. Why don't you try and keep things strictly safe for work from now on? Was jetzt mit dem Rucksack? Seen the prototype in the demo room? When Norris announces it in the keynote, minds are gonna blow. Okay. Yes, they are. Oh fuck, von wo sind wir denn jetzt? Ah, von da. Oh, nice. Nee, von hier sind wir nicht gekommen, aber ist egal. Dankeschön. Making history, dude. Hey, and we couldn't do it without the little guys. Goodbye. Das ist doch nett. Danke für dein Auto. Und Chess. Come on, you're gonna have to learn the footbag if you want to get a job here, okay? Follow me. Okay. Some a-hole drank my effing hemp milk. There was a totally non-passive aggressive note on it. If I drown in mucus, it's your fault, you illiterate effing thief. Hold on, I'll buzz you out. Hey, Michael, hold on. I domed you! Lester, the thing's in the prototype. I'm going home to watch the keynote. Teabag time, my friend! Lester, did you hear me? Are you playing that game? Yeah, sorry, the phone is rigged. Now, what's your problem? You don't like shooters? They're all the same. So, it's almost in the video, huh? I'm a movie guy. Classic Vinewood. Classic Vinewood ended 30 years ago. Now it's just superheroes, romantic comedies, and remakes, none of which interest me. Hey, I believe this country can still make interesting movies. There's no better way to define American life than a two-hour plot in which the hero looks good and defeats evil. Ah, whatever you say, enjoy yesterday. Anyway, just call the device after he's unveiled it, and then we'll talk. Tonight on Fame or Shame, the finals. Now, please welcome your host, Laszlo. Yeah! Oh, no, he didn't. Yes! Thank you! Was ist denn das für ein Schwachsinn? Please welcome Mr. J. Norris to the stage. Hey. This company has come a long way since we started it. In my parents' pool house in East Caraway. Today, you're about to witness a new phase. Full-on, weapons-grade, red alert, world domination. We have put a billion people's private data in the public domain, and we have milked every penny we could in the process. And we have one of the youngest workforces in the world. An average age of only 14.4 years? That's not just impressive, it's revolutionary! Today, okay. Right here, we're about to make the next step. Prepare to witness. Ja, auch so kann man sich rächen. The life
Invader mobile device. Jeden Fall hat der jene nette Bude. Something no one else has ever thought of. A small personal computer. Ja, mit Bronze abgeschlossen. Kann man da jetzt nicht so viel verkehrt machen. I think someone's trying to dock with me. Hello. Oh, Jesus. Whoa. No. Okay. Ja, jetzt sollen wir uns mit dem irgendwo treffen. Das werden wir aber dann beim nächsten Video machen. Das werde ich heute nicht mehr aufnehmen können. Deswegen werden wir jetzt hier noch speichern. Und dann mal schauen, wann ich das nächste hochladen kann. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und ja, wie gesagt, ich habe es im ersten Video schon erwähnt. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch gefällt oder nicht. Und was euch nicht gefällt oder was euch gefällt, wie auch immer. Wenn ich irgendwas machen soll, irgendwie, keine Ahnung, welchen Blödsinn, meinetwegen. Schreibt es einfach in die Kommentare. Wenn euch die Videos gefallen, dürft ihr mich gerne abonnieren. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ansonsten danke ich euch trotzdem erstmal fürs Zuschauen, ob ihr mich jetzt abonniert oder nicht. Das liegt ja bei euch. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video hoffentlich wieder. Vielen Dank.